Hast du eigentlich schon so gut ausgesehen, als wir zusammen waren? Ich denke schon, ja. Und du? Immer noch die gleichen Sprüche drauf? Na, ich glaube, groß verändert habe ich mich nicht in den letzten 5 Jahren. Du hast dich die letzten 25 Jahre davor auch nicht verändert. Dankeschön. Das ist auch gut so. Tamara? Ja? Will dir was erzählen? Was denn? Ich habe wieder geheiratet. Du hast was? Du hast geheiratet? Ja. Wen denn? Tina. Tina? Die Tina? Ja, natürlich, die Tina. Wieso? Ich wundere mich nur. Ich habe gedacht, das wäre längst vorbei. Ja, war es auch eine Zeit lang. Ja, aber kam nicht danach diese Stripperin? Sie war Tänzerin, bitte. Eine ganz kleine, billige Stripperin war sie. Na, jedenfalls habe ich Tina wieder getroffen und ich wusste sofort, diesmal ist es die Richtige. Simon, das hast du schon mal gedacht. Naja, mir war es auf alle Fälle wichtig, dass du es von mir erfährst. Dann weiß ich es jetzt. Gratuliere. Nee, ich habe einfach meine Kontaktlinsen vergessen. Ist klar. Weißt du eigentlich, wie sehr mich das eben getroffen hat mit Marie? Hauch mich mal an. Hauch mich an. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Hast du was getrunken? Du, das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich gehe, ich habe keine Lust mehr zu golfen. Was? Sieh zu, wie du nach Hause kommst. Glaubst du wirklich, das merkt hier niemand? Was merkt niemand? Dass du sturzbetrunken bist. Du kannst ja kaum gerade stehen. Johanna, bitte, können wir das verschieben? Ich würde sehr gerne meine Pause machen. Tut mir leid, lass dich nicht verschieben. Du bist gerade dabei, deine Zulassung zu verlieren, Martin. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ja, wie was denn? Willst du mich etwa melden, oder was? Sei froh, wenn es noch kein anderer getan hat. Davon kommt sie auch nicht zurück. Kannst du deine klugen Ratschläge bitte für dich behalten, ja? Du hast wirklich gar keine Ahnung, wie es mir geht. Keine Ahnung, was ich gerade durchmache. Oh doch, das, was tausend andere vor dir auch schon durchgemacht haben. Betrogen, sitzen gelassen. Da bist du nicht der Einzige, aber du suchst dich in deinem Selbstmitleid. Ziemlich weinerlich und ganz schön unsexy, wenn ich dir das mal sagen darf. Du bist echt eine Scheißfreundin. Wenn es mir momentan noch ist, mir die Birne wegzusaufen, dann ist das meine Sache, ja? Und wenn dich das nicht anmacht, ist mir das ehrlich gesagt auch scheißegal. Erinnerst du dich an Dr. Fischer, den Herzchirurgen von der Charité, dem ich immer wieder assistiert habe? Der Mann hatte auch nur einen Freund und der hieß Heroin. Wir hatten eine OP am offenen Herzen. Der Typ war völlig zugeknallt. Unglaublich. Am Anfang habe ich nichts gemerkt. Doch dann hat er versehentlich die Vene der linken Herzkammer durchtrennt. Meine Assistenten und ich, wir haben die Blutung gerade noch stoppen können. Der Mann ist verheiratet und hat 4 Kinder. Um 6 haben wir einen Bypass. Sieh zu, dass du bis dahin wieder nüchtern bist. Da gibt's keinen Verhandlungsspielraum, Martin. Haben wir uns verstanden? Frau Westphal, Sie haben damals ausgesagt, dass Sie ihn morgens leblos in seiner Wohnung gefunden haben. Wann war denn das genau? Die genaue Uhrzeit, meinen Sie? Ja, genau. Ich weiß nicht, vormittags so gegen 10?
Ich weiß nicht mehr genau, das ist 2 Jahre her. Steht das nicht in Ihren Akten? Darf ich fragen, warum Sie neu ermitteln? Warum ermittelt man neu? Weil es neue Indizien gibt, denen nachgegangen werden muss. Frau Westphal, wollen Sie mir nicht erzählen, was genau am Vorabend passiert ist? Wir wollten einen netten Abend miteinander verbringen. Meinen Geburtstag nachfeiern, hat er am Telefon gesagt. Aber das war nur ein Vorwand. Ein Vorwand wofür? Tobias war rasend eifersüchtig. Immer schon. Wenn er nicht jeden meiner Schritte kontrollieren konnte, ist er ausgerastet. Heute weiß ich, dass es nur ein Vorwand war, um seine Gewalttätigkeit ausleben zu können. Warum sind Sie bei ihm geblieben? Weil ich ihn auch mal geliebt habe. In der Küche hat er mich angegriffen. Er hat meinen Kopf genommen und immer wieder gegen das Spülbecken geschlagen. Ich war fast bewusstlos, da habe ich das Messer zu fassen gekriegt. Das habe ich ihm in den Hals gerammt. 3-mal. Komme ich ins Gefängnis? Das hängt ganz vom Richter ab. Ich träume jede Nacht von ihm. Und wie ich ihm das Messer in den Hals ramme. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal. Aber er stirbt nicht.